bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis unsere kleine Nahrungsproduktion hier erste Erfolge einfährt. Eine Fischerhütte ist eigentlich immer eine sehr gute Art und Weise, an Essen zu kommen. Jetzt ist halt der Weg hier schon recht lange. Das ist nicht so geil. Dann muss man dann vielleicht auch später mal hier eine Straße hinbauen. Ah, hier sehen wir schon, wir haben noch sehr viele Kinder, die noch heranwachsen können, um dann eben zu arbeiten. Und ja, dann schauen wir mal, was noch passiert. Sieht man hier schon kleine Pflanzen? Ja, ganz kleine Kürbis, Kürbispflanzen sieht man hier schon. Gerade vergessen, was wir angepflanzt haben. Man hat auch noch die Zusatzmöglichkeit, also hier bei der Nahrungsproduktion, eine Sammlerhütte, die dann halt Bären und sowas sammeln. Ja, der Jäger, den haben wir ja schon. Eine Fischerhütte, eine Tierfarm, Felder und eine Plantage. Sind so Apfelbäume. Im letzten Spiel hatte ich zum Beispiel einen Pflaumenbaum. Hatte ich aber auch andere Optionen beim... Konnte ich Paprika anbauen. Das war auch ganz cool. Hier liegt noch nicht abtransportiertes Eisen rum. Was bist du? Ah, du bist eine Bauarbeiterin. So, jetzt, wo sind meine Bauarbeiter? Da ist der eine und der andere kommt da. Super, super, super. Aber dadurch, dass die da am Arbeiten sind, werde ich jetzt erstmal... Okay, ne, die Hütte kann ich erstmal sein lassen. Was kostet der Marktplatz eigentlich? Weil das ist mir nämlich erstmal wichtig. 60, 62, 40. Ja, das sollte passen. Dann werde ich nämlich auch um den Marktplatz herum die Häuser setzen. Wir haben erstmal das eine große Haus hier. Gut, okay, hier in den Berg kann ich nicht reinbauen. Aber dann kann ich hier dann später noch ein paar Häuser hinsetzen. Und der Marktplatz hat jetzt erstmal Priorität, sag ich mal. Weil, kann dann wird dann das Essen hingeliefert. Und dann kann der Fehler mit dem Essen in nur einem Haus einfach nicht mehr passieren. Also zumindest ist das jetzt meine momentane Denkweise. Ich hoffe, die wird funktionieren. Und, ja, dann sehen wir ja, wie das ausgeht, ne? Ja, das dauert jetzt erstmal eine Weile. Die müssen hier erst auch mal wieder planieren. Dann müssen sie das ganze Zeug rankarren. Ich muss da noch einen Fischer deklarieren. Machen wir gleich zwei. Mal gucken, haben wir hier schon irgendwelches Food? Nein, haben wir nicht. Haben die hier sich schon was gesnackt? Nee, haben sie auch noch nicht. Hat der Jäger überhaupt schon irgendwas produziert? Nö. Das ist ja super. Also ich, ob die Jagdhütte so effektiv sein wird, wage ich ja gerade noch ein wenig zu bezweifeln. Was habe ich denn hier noch alles? Schule, Krankenhaus, hier Bürgerhaus quasi. Kirche und Friedhof, weil die Leute sterben ja auch, ne? Also so, vor allem wenn man so ein Horst ist wie ich.
Dann sterben die Leute sogar meistens noch ein bisschen schneller. Unbeabsichtigt natürlich. Komplett unbeabsichtigt das alles. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Ich bin ja ein lieber Mensch, sieht man ja bei Terraria. Immer sehr nett zu meinen Mitmenschen. Ja, die Kürbisse kriegen so langsam... nehmen schon Form an. Das heißt, da kriegen wir zumindest gleich schon mal ein bisschen was zu essen, wenn die dann fertig sind. Hier sieht man ja schon 36%. Ich könnte auch jetzt schon, wenn die Nahrung knapp wird, könnte ich auch schon sofort ernten. Aber brauche ich ja gerade nicht. Erstmal den typischen Mensch wieder raushängen lassen und die ganze Natur abbauen. Jetzt warten wir wieder mal ein bisschen, bis sich die Ressourcen aufgebaut haben. Ah, die haben hier schon fleißig angefangen, Zeug hinzukarren. Der hier ist auch schon am Fisch produzieren. Der hat immer noch nichts produziert. Was ist denn das für ein Jäger? Super ineffizient. Immer noch drei Laborer. Vielleicht nochmal einen zweiten Jäger spendieren. Und vielleicht auch mal... ne, den Bilder lasse ich erstmal auf 3. Das ist gut soweit. Die Pharma lasse ich auch auf 2. Pharmaindustrie. Na hier, wir haben mehr als genug Holz und alles. Also momentan sieht es noch so aus, ob wir mehr als genug hätten. Hier, da, guck mal, hier, Jäger, da. So, der Jäger ist mir echt ein Rätsel, sag ich mal. Aber hey, wir werden sehen, was passiert. Was kann ich hier noch bauen? Ich kann die Storages noch ein bisschen vergrößern. Hier kann ich ja... ich weiß nicht, ob ich hier den Wald komplett abholzen soll, wegen dem Jäger. Sehen wir dann. Na hier, da steht doch schon wieder ein bisschen mehr Essen rum. Hier kann ich dann auch noch ein paar die Felder erweitern. Was hat der für einen Einflussbereich? Sehr groß. Vielleicht, wenn ich dann hier 2, 3 Hütten hinstelle oder hier... in die Nähe von dem Jäger könnte ich dann die Forsthütte setzen. Was braucht die denn eigentlich? Was kostet denn die Försterhütte? 32,12. Ich glaube, die baue ich nachdem. Wird dann erstmal eine Forsthütte gebaut. Die ganzen Leute mit ihren Facebook-WhatsApp-Problemen sind einem echt... naja, die sind echt eine Pracht. Aber ich glaube, da werde ich in dieser Aufnahme noch ein bisschen weiter drüber philosophieren oder mich aufregen. Weil, naja, gut, ne? Kennt man ja. Die Leute, die sind halt immer so. Ich muss gerade mal gucken, auf was für eine Aufnahmezeit ich schon bin. Deswegen geht das Spiel jetzt mal kurz in den Pausemodus. Na, gerade hier reingucken. Ach, 25 Minuten, das geht ja noch. Ja, Facebook ist gut. Und hat
hat der jetzt mittlerweile was schon mal? Ja, hier, der sieht man doch, der bringt doch auch schon ein bisschen was. Die kriegen so langsam ihre Sachen hier. Ich glaube, ich stelle nochmal einen vierten. Hier haben wir noch gut was an Essen, haben wir jetzt vorrätig. Die haben auch noch gut was da. Ich glaube, dieses Mal mit dem bisschen mehr taktischen Denken wird sogar ganz praktisch. Also ich glaube, dieses Mal könnte da sogar was Sinnvolles bei rauskommen. Und das wird auf jeden Fall eine interessante Reise, auf die wir hier uns begeben. Die wir uns hier begeben, so rum, Entschuldigung. Kleiner Deutschfehler. So, mal gucken. Ja, ja, ja. Gut. Immerhin noch zwei Laborer, die hier... Die Laborer, die sind halt einfach so, so eine Arbeiter, die alles Mögliche machen. Die keinen richtigen Job haben, wie jetzt zum Beispiel bauen. Oder jagen oder fischen oder was später noch alles dazu kommt. Ich meine, ihr seht ja hier, die Jobliste ist lang. Als nächstes kriegen wir ein paar Vendors dazu. Das sind die, die den Markt betreiben. Und da werde ich dann auch zwei einsetzen. Gott, ey, da wird einem das Handy zugespammt. Das ist echt ein Traum. Mein Markt bildet sich so langsam. Es kommt, es kommt, es kommt. Wir haben jetzt immerhin schon fast die ganzen Steine, fast das ganze Holz, ein paar Steine. Hier liegt ja der ganze Rest noch rum. Der Jäger jagt fleißig. Hier, wer ist das? Ja, das ist der Fischer. Er ist auch fleißig am Fischen. Und hier noch irgendein Kind, was bald... Oh, hier ist noch... Oh, meine Farm hat sich... meine Dings hat sich erweitert. Wir haben wieder neu... Wir haben Nachwuchs gekriegt. Ich weiß gar nicht, ab welchem Alter, was hier steht, die arbeitsfähig sind, ob das... Wie lange man da warten muss, habe ich jetzt noch gar nicht so drauf geachtet, ganz ehrlich. Aber bis jetzt scheint noch kein neuer dazu zu kommen. Ah, ein Blacksmith brauche ich auch irgendwann. Oh, das sieht doch gut aus mit dem Essen. Das sieht doch sehr gut aus. Und mit den ganzen anderen Materialien sieht das auch sehr, sehr schön aus. Das freut mich. Ich könnte dieses Mal echt einen kleinen Glücksgriff gelandet haben. Mit dieser Bauweise hier. Ob der Markt unbedingt notwendig ist, weiß ich jetzt nicht, aber es sieht halt einfach schön aus, muss ich auch mal sagen, wenn du so einen Marktplatz da zwischendrin hast. Das macht dann einfach, gibt so einen kleinen Guck, weißt du? So einen Guck halt. Ich könnte dann auch für schnelleren Transport ein paar Straßen ziehen, aber das ist noch nicht nötig. Außerdem gehen dann meine Bilder da weg, weil die Straße selbst einen Dreckweg einfach in den Boden hacken müssen. Was ein bisschen suboptimal ist. Und die sollen mal die Steine abbauen, weil ich brauche nämlich noch einiges an Steinen. Doch hier gerade irgendwo ein Arbeiten gehört, auf dem linken Ohr. Ach, gucke mal, gucke mal, gucke mal, was wir hier noch an Steinen und Holz haben. Das ist ja echt eine Pracht. Da brauche ich ja eigentlich noch gar keinen Förster bauen. Und auch noch keine Steinmine, weil die Steinmine ist riesig. Ich kann das ja mal kurz demonstrieren, wie unfassbar riesig diese Steinmine ist. So, das ist die Größe einer Steinmine. Braucht 80 Holz und 40 Eisen. Und eine Eisenerzmine ist so groß, aber die kann ich nur in den Berg setzen. So zum Beispiel könnte ich die hier hinsetzen. Ah, das hat ja alles noch Zeit erstmal. Die brauche ich noch nicht zwingend. Ich meine, ich guck mal, was wir hier an Zeug noch rumliegen haben. Da kann man erstmal